Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren WoW Shadowlands Klassenguide. Beim letzten Mal hatte ich diese Rubrik mit meinem Waffenkrieger gestartet und inzwischen hat sich auch ein Magier zu meinen Level 60 Charakteren gesellt. Doch heute wollen wir uns zunächst einmal den Schutzkrieger etwas genauer ansehen. Dabei sprechen wir über die Spezialisierung, den gewählten Pakt, die Talente sowie die Mainstats und am Ende natürlich auch wieder über einige sehr coole Makros für den Schutzkrieger und wie er sie erstellt. Doch bevor es gleich losgeht, denkt dran, Kanal abonnieren und Glocke zerkloppen, denn nur so seid ihr immer auf dem Laufenden, was meine neuesten Videos anbelangt. Und jetzt viel Spaß! Ja, Freunde, dann wollen wir mal. Ihr wisst, wie beim letzten Mal ganz entspannt schauen wir uns den Krieger wieder genauer an. Heute halt den Schutzkrieger, den Tank. Und ihr seht schon, ich trage Schild und Schwert und ich muss sagen, das ist auch ein ziemlich geiles Schwert. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Ich glaube, aus einer Low-Level-Ini. Aber mega nice. Und die Waffenverzauberung habe ich auch vor kurzem erst gekriegt. Gehört zu dem Vent hier, muss man sich freischalten über Ruhm. Und dann, ja, ne, passt wunderbar zu einem Vampirkrieger. Ich schalte mal das Interface dazu und dann können wir auch gleich durchstarten. Ihr seht es ja, ne, ich habe für euch das Interface wieder ein bisschen aufgeräumt. Alles schön frei und hier unten wieder einige meiner Fähigkeiten mit Makros versehen und Symbolen, die schön zu den Vampiren passen, zu dem Ventier. Ich fange ganz entspannt einfach mal vorne bei der Spezialisierung an. Und ihr seht schon, Schutzkrieger ist heute dran. Beim letzten Mal war es der Waffenkrieger und der Furorkrieger folgt natürlich auch. Dann geht es gleich rüber zum Pakt. Wir sind immer noch bei den Ventier, haben inzwischen Ruhmstufe 36. Doch diesmal ist unser Seelenband nicht Nadir die Nebelklinge, sondern General Draven. Warum das so ist, das zeige ich euch jetzt. General Draven hat nämlich als erste Fähigkeit, die ihr bei ihm kriegen könnt, Dienst in Stein. Bei weniger als 40% Gesundheit ist euer Lindnerschaden um 10% verringert. Beim Tod, da lasst ihr eine Steinhülle, die nach 3 Sekunden zerspringt und 100% eurer maximalen Gesundheit als Schaden verursacht, der auf alle Gegner aufgeteilt wird in der Nähe und 100% eurer maximalen Gesundheit wird als Heilung hervorgerufen für eure Verbündeten. Eine wirklich sehr gute Fähigkeit, muss ich sagen. Mich interessiert hier allerdings am meisten, dass unter 40% Gesundheit der erlittene Schaden nochmal um 10% reduziert ist. Falls ihr so low droppen solltet, in hohen Mythisch-Plus-Dingern oder was auch immer, oder im Raid oder auch im Solo-Content, dann kriegt ihr nochmal 10% weniger Schaden. Das macht es den Heilern Ticken entspannter, euch hochzuheilen. Natürlich auch die Selbstheilung. Und wenn ihr dazu noch hier Zähne zusammenbeißen angekloppt habt, dann kriegt ihr sogar schon 60% weniger Schaden. Das ist schon sehr stark. Der zweite Aspekt der Fähigkeit tritt hier eigentlich nur in Kraft, wenn ihr sterbt. Und ein Tank sollte man in der Regel nicht sterben lassen. Aber sollte es mal passieren, der Heiler ist umgegangen, es ist zu viel, Shit passiert, prasselt auf euch ein und ihr geht drauf, dann zerspringt ihr immerhin noch nach 3 Sekunden, heilt eure restliche Gruppe hoch und fügt den Gegnern Schaden zu. Mit etwas Glück sind dann auch die restlichen Mobs umgefallen und eure Leute haben überlebt und nur ihr müsst vom Heiler aufgehoben werden. Sehr, sehr nice. Weiter geht's, wir sind links lang gegangen, versuchen alle Dev-Medien mitzunehmen. Da haben wir als erstes nervenzerreißender Fokus. Letztes Gefecht erhöht eure Wuterzeugung um 39%. Letztes Gefecht, Leute. 2 Minuten Abklingzeit erhöht für 15 Sekunden eure maximale Gesundheit um 30% und heilt euch sofort um diesen Wert. Also ihr habt alle 2 Minuten für 15 Sekunden 30% mehr Gesundheit. Stellt euch mal vor, 30% mehr Gesundheit, aber ihr seid schon low und dann werdet ihr getötet und dann knallt ihr mit noch mehr Schaden durch Dienst in Stein rein. Geht sich wunderbar zusammen auf und nicht nur das, während ihr jetzt letztes Gefecht aktiv habt oder es zündet, um euch am Leben zu halten, was auch immer, könnt ihr hiermit 40% mehr Wut erzeugen, was euch natürlich auch hilft, etwas mehr Schaden zu machen oder auch schneller wieder Zähne zusammenbeißen abzukriegen, um zu überleben. Sehr, sehr nice, geiles defensives Medium, nur zu empfehlen. Dann kriegen wir von Draven das hier mit, können wir nichts gegen machen. Wenn die Bewegungsgeschwindigkeit eines Verbündeten in der Nähe vorübergehend erhöht wird, erhaltet ihr diesen Vorteil ebenfalls bis zu 30% für 8 Sekunden. Dann haben wir hier ein Potenzmedium zur Auswahl. Da habe ich mich entschieden für Machtdemonstration. Rache erhöht den Schaden eures nächsten Einsatzes von Donnerknall um 15,6%. Der Schutzkrieger kloppt ja im Trash hauptsächlich mit Donnerknall den Schaden raus und mit Rache. Am besten, am Idealfall natürlich, wenn Rache kostenlos ausgelöst und etwas mehr Schaden macht. Aber ihr könnt jetzt natürlich auch generell Rache im Trash spammen, damit euer Donnerknall eben 15% mehr Schaden macht. Finde ich sehr stark. Man könnte natürlich auch hier wieder das Verurteilen erhöhen in der Gruppe, aber die Gegner fallen schnell unter die 80%. Da habt ihr nicht viel von und das hier ist halt einfach dauerhaft im Trash ein Bonus.
Weiter geht's mit Expeditionsleiter, denn wir wollen hier rüber zu dem Widerstandsmedium und das unverwüstliche Körpertalent hat mich nicht so interessiert. Eure Ausrüstung verliert 50% weniger Haltbarkeit nach dem Tod. Wir wollen ja nicht so oft sterben und 50% weniger, na mein Gott, dann geht man aufs Rap-Mount und dann ist die Sache erledigt. Dann nehme ich lieber das hier mit. Wenn ihr einen Ruhebereich verlasst, wird eure Reitgeschwindigkeit um 10% und eure Regeneration außerhalb des Kampfes um 100% erhöht. Hält 10 Minuten lang an. So habt ihr im Open-World-Content immerhin ein bisschen mehr Reitgeschwindigkeit, die ihr abpassen könnt, wenn ihr halt aus dem Ruhebereich rausgeht. Und das hier wird relativ, wirklich selten eigentlich, naja, aktiv sein. Es sei denn, ihr seid jetzt, was weiß ich, Hardcore-Raider und geht jetzt mythisch plus raiden und habt dann, was weiß ich, 200 Tries pro Boss. Da sterbt ihr natürlich auch häufiger. Da ist das natürlich dann zu empfehlen. Hängt davon ab, was für ein Content ihr bestreitet. In Torghast werdet ihr so gut wie kaum sterben. Solltet ihr zumindest nicht. Da ist es irrelevant. Open World ist es irrelevant. Dungeons ist es eigentlich auch irrelevant. Und Mythisch Plus, ja gut. Ja, da kann es schon mal passieren, dass vielleicht ihr mal sterbt oder mal ein bisschen gewiped oder auf höheren Keys. Da könnte es noch ein bisschen Relevanz zeigen. Aber ansonsten, das hier ist wahrscheinlich nur für Heroic und Mythisch Raider relevant. Weiter geht's, unerschütterlicher Wächter. Verringert die Abklingzeit von Schildwall um 26 Sekunden. Schildwall ist unser HCD mit 4 Minuten Abklingzeit, verringert für 8 Sekunden sämtlichen erlittenen Schaden um 50%. Dank diesem Defensivmedium haben wir Schildwall jetzt schon nach fast 3,5 Minuten wieder. Ist schon sehr geil, auf jeden Fall mitnehmen. Der Schaden wird um 50% reduziert. Jetzt überlegt euch das, ihr haut den Schildwall an, kriegt 50% weniger Schaden, habt genug Energie für Zähne zusammenbeißen, kriegt ihr nochmal 50% weniger Schaden. Und seid ihr unter 40% gedroppt und ihr müsst eure CDs zünden, nochmal 10%. Und dann sollte es eigentlich kein Ding sein, euch wieder hochzuheilen, ja? Weiter geht's zum letzten Defensivmedium, da habe ich brutale Vitalität gewählt. 5,6% eures verursachten Schadens werden eurem aktiven Effekt Zähne zusammenbeißen hinzugefügt. Ist schon sehr gut, da Zähne zusammenbeißen eigentlich generell die meiste Zeit aktiv ist. Und wenn ihr darüber hinaus mit dem Schaden, den ihr währenddessen macht, dem Ganzen noch einen kleinen Bonus hinzuschieben könnt, ist das schon sehr gut. Verglichen mit unvergesslicher Siegesrausch heilt euch im Verlauf von 8 Sekunden um 370% des verursachten Schadens. Klingt jetzt erstmal geil. 370% Hinterherheilung ist schon geil. Jetzt macht Siegesrausch natürlich nur 700 Schaden. 700 Schaden mal 370%, habt ihr irgendwas von 3000, 4000 Heilung über 8 Sekunden. Das ist okay. Allerdings nur, wenn ihr einen Gegner tötet, der Ehre und Erfahrung gibt. Und als Tank tötet ihr nicht so häufig Gegner, das machen eure Gruppenmitglieder. Was jetzt Torghast angeht, da sieht die Sache schon wieder anders aus. Da könnt ihr das gerne benutzen, wenn ihr viel Schaden kriegt und wenig Heilung in Fight habt. Aber es gibt genug Anima-Boni, die das hier übertreffen, von daher, nun gut. Und von Gewalt getrieben könnte man auch überlegen zu nehmen, heilt euch um 20% des tiefe Wunden verursachten Schadens. Ist Single Target jetzt eigentlich verschwendet? Aber im Trash, so 5, 6 Gegner oder mehr, da kann das schon im HPS-Meter mal auftauchen. Da ist das schon in Ordnung. Aber ansonsten generell für alle Encounter würde ich einfach brutale Vitalität empfehlen. Und dann noch eben zum letzten Talent, was uns General Draven gibt, überlegene Taktik. Wenn ihr erfolgreich einen Gegner unterbrecht oder einen Effekt von einem verbündeten Band, wird eure kritische Trefferchance 10 Sekunden lang um 10% erhöht. Dieser Effekt kann einmal alle 30 Sekunden auftreten. Praktisch habt ihr, wenn es gut läuft, alle 20 Sekunden 10% mehr Crit. Müsst halt mal ein bisschen mehr darauf achten, die Gegner zu unterbrechen, aber das macht ihr als Tank ja wahrscheinlich sowieso schon. Ja, das soll es erstmal zum Pakt gewesen sein und zum General Draven. Nadia Nebelklinge könnt ihr natürlich auch nehmen als Tank, das will ich nicht abstreiten, denn sie hat ja immerhin abenteuerlistig, was eurem Tank auch 20% mehr Tempo geben kann. Also überlegt es euch, wollt ihr ein bisschen mehr den Tank auf DPS spielen, solltet ihr vielleicht wirklich Nadia Nebelklinge nehmen. Geht ihr defensiver, bleibt bei Draven und habt natürlich unter 40% einen schönen 10% Damage Negation dabei und ansonsten 3 Defensivmedien und das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Kommen wir nun zu den Talenten, die ich für meinen Schutzkrieger gewählt habe. Und ihr seht schon, ich habe von allem etwas. In der Level 15 Reihe gibt es ziemlich gute Talente. Kriegsmaschine ist auch sehr, sehr nice. Ich habe mich hier zwar für Bestrafen entschieden, aber wollt ihr ein bisschen offensiver, ein bisschen mehr DPS machen, dann würde ich sagen, geht auf Kriegsmaschine. Eure automatischen Angriffe erzeugen 50% mehr Wut und das Töten eines Gegners gibt euch Wut und erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit, ist schon sehr stark. Wollt ihr defensiver spielen, geht auf Bestrafen. Vor allem Single Target an Bossen ist das sehr stark.
Denn Schildschlag verursacht 20% mehr Schaden und verringert den euch zugefügten Schaden 9 Sekunden lang um 3%, kann sich überlappen. Bedeutet, wenn Schildschlag eingesetzt wird und resettet wird durch eure Fähigkeiten und ihr es gleich nochmal rauskloppt, seid ihr bei 3, 6, 9% wird schwierig. 3 Aufladung, da braucht ihr ein hohes Tempo für. Aber 3 bis 6% weniger Schaden ist machbar und das ist ordentlich. Wenn der Gegner euch 6% weniger Schaden zufügt und ihr fallt unter 40%, wie vorhin erwähnt, dann habt ihr nochmal 10%, schon mal 16% weniger Schaden mit einer hohen Vielseitigkeit. Ist das sehr, sehr nice. In der Talentreihe 25, Level 25, habe ich hier wieder Doppeltail besser gewählt, wie schon beim Waffenkrieger, einfach um flexibler zu sein und schneller von Gegner zu Gegner zu kommen oder in die nächste Trash-Gruppe. In Level 30 habe ich mich für Donnernde Stimme entschieden. Hier kann man aber auch Rache ist süß nehmen, je nachdem, was euch beliebt. Doch Donnernde Stimme sorgt einfach dafür, es ist ein passives Ding, ist keine neue Fähigkeit, also auch schon sehr nice. Demoralisierender Ruf erzeugt zusätzlich 40 Wut und erhöht den Schaden, den ihr Betroffenen zielen zufügt um 20%. Demoralisierender Ruf ist ja eigentlich defensiv gedacht, da wenn ihr das auslöst, alle Gegner innerhalb von 10 Metern für 8 Sekunden euch 20% weniger Schaden zufügen. Nehmt ihr jetzt Donnernde Stimme, kriegt ihr zudem noch 40 Wut und diese Gegner erleiden durch euch auch noch 20% mehr Schaden. Das ist schon sehr stark. In der Level 35 Talentreihe habe ich mich für Knisternder Donner entschieden. Erhöht den Radius von Donnerknall um 50% und verringert die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern um 10%. Hier hätte ich auch gerne wieder Riesenschritte genommen. Ihr wisst es, ich mag Riesenschritte. Ja, man kann mit 70% laufen, nachdem man gesprungen ist. Aber einfach den Radius von Donnerknall zu erhöhen, ist hier viel sinniger, wenn ihr wirklich als Tank in der Gruppe unterwegs seid. Seid ihr in Torgas unterwegs, könnt ihr hier natürlich auch Riesenschritte nehmen. Dann kommt ihr schneller durch. Aber soviel ich weiß, gibt es auch Anima-Boni, die euch das hier gewähren. Müsst ihr für euch entscheiden für Torghast, für Dungeons und Raids empfehle ich Knisternder Donner. Bei den Level 40 Talenten, ja, hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Unbezähmbar ist eigentlich ein Ticken vorne vor diesen anderen Talenten. Warum? Eure maximale Gesundheit wird um 10% erhöht und pro 10 verbrauchter Wut werdet ihr um 1% der maximalen Gesundheit geheilt. Sprich, ihr habt erstmal 10% mehr Life, was auch Dravens Effekt wieder zugute kommt. Und natürlich den Heilern etwas hilft, euch zu heilen. Aber ihr bekommt auch 1% pro verbrauchter Wut als Heilung zu. Und jetzt schaut mal. Zähne zusammenbeißen verbraucht 40 Wut, verurteilen auch und Rache hat 20. Das sind eure Low-Dinger, aber vor allem Zähne zusammenbeißen. Wenn ihr Zähne zusammenbeißen zündet und ihr habt unbezähmbar, werdet ihr nicht nur mit einer Bubble versehen, die 50% Schaden aus euch rausnimmt. Nein, ihr werdet auch um 4% geheilt. Das ist schon sehr, sehr geil. Da ihr den ganzen Kampf über Wut verbraucht mit irgendwelchen Fähigkeiten, werdet ihr auch kontinuierlich durch unbezähmbar geheilt. Und im HPS-Meter sollte unbezähmbar eigentlich bei euch dann immer auf Platz 1, naja, eigentlich auf Platz 2 hinter Zähne zusammenbeißen. Aber ihr werdet sehen, unbezähmbar wird weit, weit oben stehen und ohne das habt ihr einfach weniger Selbstheilung. Nehmt es unbezähmbar für jeglichen Content nur zu empfehlen. Weiter geht's in der Level 45 Talentreihe, da habe ich mich für Auf ins Getümmel entschieden, bin abgewichen von Verheerer. Auf ins Getümmel sorgt dafür, dass ihr für jeden Gegner oder Verbündeten in der Nähe von 10 Metern 2% Tempo erlangt, bis zu maximal 10%. Da ich momentan ein bisschen Tempoprobleme habe, von der Ausrüstung her, was meinen Krieger angeht, da habe ich mich einfach für Auf ins Getümmel entschieden, das ist ein bisschen schöner. Sollte man eigentlich in der Regel mit Kriegsmaschine kombinieren, aber zurzeit finde ich diese Talentierung sehr, sehr nice. Als letztes haben wir noch in der Level 50 Talentreihe Wappnen. Passives Talent verringert die Abklingzeit von letztes Gefecht um 1 Minute und verleiht euch für die Dauer der Fähigkeit den Effekt Schildblock. Wir haben letztes Gefecht ja schon mit Draven gebufft, indem wir hier die Wuterzeugung um 40% erhöhen und von 3 Minuten das Ganze runter auf 2 Minuten. Sehr nice. Und jetzt noch durch das Talent kriegen wir, während wir das zünden, Schildblock und blocken jeglichen Nahkampfangriff. Also hier sehe ich Wattmann immer noch vorne vor allen anderen. Wenn ihr natürlich mit Verheerer spielt, könnt ihr hier auch auf Aggressionsmanagement gehen, denn man kann Verheerer mit seinen 45 Sekunden Abklingzeit sehr gut in ein Avatar-Makro einbinden, genauso wie beim Waffenkrieger, wo ich mein Kriegsbrecher-Makro vorgestellt habe. Doch dazu kommen wir dann in der Makro-Sektion. Solltet ihr Verheerer wählen, versucht es hier mit Aggressionsmanagement, dann habt ihr eigentlich Verheerer und Avatar auf 45 Sekunden Abklingzeit. Und das ist dann auch schon sehr, sehr nice. Das soll es erstmal zu den Talenten gewesen sein. Sprechen wir jetzt noch ein bisschen über die Mainstats, eure Ausrüstungsverzauberung und über das Legi, was ich gewählt habe. Dazu öffne ich das Charakterfenster. Die gängigsten Guides schlagen für einen Schutzkrieger Tempo-Vielseitigkeit vor, was ja auch Sinn macht.
Je mehr Tempo ihr habt, desto höher ist eure Wuterzeugung und desto geringer sind hier eure, ihr seht ja schon, die Abklingzeiten auf euren Fähigkeiten. Wie am Anfang schon gesagt, mit Tempo habe ich noch ein paar Probleme. Ich habe jetzt 14% durch die Ausrüstung und Innenkampf, so 24%. Das ist noch ein bisschen wenig, ich hätte gerne über 30-35%, aber was soll's, wir müssen mehr Tempo anhäufen. Und Vielseitigkeit sorgt halt dafür, dass ihr etwas mehr Schaden austeilt und natürlich auch weniger Schaden kriegt. Daher Tempo-Vielseitigkeit als Tank-Schutzkrieger sehr zu empfehlen. Als Legendary habe ich unfehlbare Strategien mir hergestellt. Mein erstes Legi überhaupt habe ich so hergestellt, dass es für alle drei Spezialisierungen passt, für den Waffenfuhrer und den Schutzkrieger. Damals natürlich auch mit Tempo-Vielseitigkeit hergestellt. Denn dieses Legendary gibt eurer heldenhafter Sprungfähigkeit zwei zusätzliche Aufladungen. Das ist einfach so optimal. In jedem Encounter, in Torgas, in Dungeons und Raids, im Open-World-Content nur zu empfehlen. Springt in die Gegner ran, weicht Gefahrenstellen aus, springt wieder ran, versteckt euch hinter Pfeilern in Raids oder was auch immer. Dieses Legi macht euch einfach so mobil. Meine Empfehlung, testet es ruhig mal aus. Wie ihr seht, sind die meisten meiner Ausrüstungsgegenstände noch mit Crit übersät. Das liegt daran, weil es halt hauptsächlich noch mein DD-Gear ist. Hier habe ich zwar ein schönes defensives Trinket auch, das mit Lebensraub geprockt ist und dafür sorgt, dass eintreffende Angriffe eine Chance haben, dass ich einen Vergeltungsschlag auslöse für 800 Naturschaden und dabei um 2500 Gesundheit geheilt werde, mehr Gegner, mehr Schaden und Heilung. Dieses Schmuckstück steht eigentlich in der Regel bei 5% in eurem HPS-Meter über einen Encounter verteilt. Das ist schon sehr nice. Zu den Verzauberungen sei zu sagen, die Waffenverzauberung ist meine Wahl, lichtlose Kraft. Lichtlose Kraft sorgt dafür, dass eure Angriffe eine Chance haben, einen Lichtbogen auszulösen. Das ist so ein Dunkellichtbogen, besser gesagt. Der alle Gegner trifft, Schaden macht, natürlich auch Bedrohung aufbaut und auch im DPS-Meter bei 2, 3, 4% steht. Also ist schon sehr gut. Dann solltet ihr darauf achten, dass die Ringe und überall, wo ihr Verzauberungen drauf machen könnt, was Tempo und Vielseitigkeit angeht oder Crit, nehmt Tempo. Ich habe hier noch Crit drauf, weil es halt die DD-Ringe sind. Und auf der Brust ist halt ewiges Geplänkel drauf, was die Stärke erhöht. Und auf die Handschuhe gehört eigentlich noch eine Stärkeverzauberung. Die habe ich jetzt noch nicht geholt, weil die Handschuhe relativ neu sind, glaube ich. Tempo auf die Ringe und ansonsten, wo ihr könnt, macht Tempo rauf. Und als Edelsteine wählt auch Tempo. Tempo ist wichtig für den Schutzkrieger. Ja, das soll es zu den Stats gewesen sein. Und wie immer kommen wir gegen Ende zu einem kleinen Makro-Guide. Und da habe ich mir für den Schutzkrieger ein paar besondere rausgesucht, die ich euch gern vorstellen möchte. Das wären zum einen mein Jump-Makro, mein Schildschlag-Makro und mein Avatar-Makro. Beim letzten Mal habe ich euch ja gezeigt, wie man diese Makros erstellt, wie man sich die eigenen Bilder aussucht. Und heute gehe ich mal auf ein paar Makros vom Schutzkrieger ein, die ich sehr interessant finde. Das Jump-Makro übrigens, das habe ich beim letzten Mal beim Waffenkrieger nicht erwähnt. Das verwende ich aber da auch. Und da gehen wir mal in die Makro-Sektion. Da haben wir hier das Jump-Makro als erstes. Ja, ihr seht schon, ich habe wieder das Bild vom heldenhaften Sprung drin, aber ich habe geschrieben, Hashtag ShowTooltip cast at cursor heldenhafter Sprung. Normalerweise ist es ja so, wenn ihr euren heldenhaften Sprung einsetzt, dann drückt ihr auf die Taste, dann kommt euer kleiner Zielcursor, wo ihr hinspringen möchtet und dann jumpt ihr da einfach hin. Ich habe mir gedacht, ich schreibe mir das einfach in den Add Cursor-Makro, so spare ich mir einen ganzen Klick und das kann schon eine Zeitersparnis sein, so eine Sekunde. Das sieht dann nämlich so aus. Dass ich da einfach meine Maus irgendwo hinhalte, wo ich hinspringen möchte und das Makro drücke und er springt mit einem Klick, ohne dass ich vorher anvisieren muss. Ein sehr geiles Makro, ein Add-Cursor-Makro. Das ist das Gegenteil vom Add-Player-Makro, das ihr bei Zaubern benutzen könnt, die direkt unter euch entstehen sollen, wie zum Beispiel die Siegel vom Todesritter, die Siegel vom Dämonenjäger oder halt Tod und Verfall vom Todesritter. Da könnt ihr ein Add-Player-Makro schreiben und dann taucht die Weihe direkt immer unter euren Füßen auf, ohne dass ihr zielen müsst, wenn ihr das möchtet. Dann geht es weiter mit dem Schildschlag-Makro und das hat eine Besonderheit. Vielleicht seht ihr es schon, vielleicht erkennt ihr es ja, wenn ihr euch mit Makros ein bisschen auskennt. Normalerweise hätte ich hier unten noch die Fähigkeit Verwüsten drin, die ich benutze, sobald Schildschlag auf Abklingzeit ist. Aber dann hätte ich hier wieder eine Taste mehr zu bedienen. Und ich dachte mir, das Ganze kannst du doch bestimmt in einem Makro schreiben. Und das funktioniert wie folgt. Wieder mit Hashtag ShowTooltip. Dann direkt danach das Start-Attack-Kommando, das wir brauchen, damit unsere Auto-Attacks aktiviert werden. Habe ich beim letzten Mal schon erklärt. Und dann habe ich hier ein Cast-Sequence-Makro geschrieben mit einem Reset von 4 Sekunden, das Schildschlag auslöst und danach direkt verwüsten. Das heißt, mein Schildschlag wandelt sich, nachdem ich ihn benutzt habe, in ein Verwüsten. Da der Vari eine Besonderheit hat, je mehr Wut ihr verbraucht, besteht eine Chance, dass euer Schildschlag zurückgesetzt wird. Schreibt hier am besten wirklich nur einmal Verwüsten rein. Ihr könnt auch ein zweites Verwüsten reinschreiben,
dann habt ihr auf jeden Fall nach dem zweiten Verwüsten euren Schildschlag wieder frei. Aber da Rache und Donnerknall euren Schildschlag zurücksetzen, reicht hier eigentlich einmal Verwüsten. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt mal. Wie ihr hier sehr schön erkennen könnt, wandelt sich nach dem Druck auf das Makro der Schildschlag direkt in den Verwüsten um. Und nach dem nächsten Drücken auf Verwüsten in der Regel auch gleich wieder in den Schildschlag. Falls nicht, muss halt eine Rache oder ein Donnerknall zwischengesetzt werden, damit die Abklingzeit vom Schildschlag zurückgesetzt wird. Sehr, sehr nice. Und zu guter Letzt schauen wir uns nochmal das Avatar-Makro an, was ich ganz zu Anfang mal erwähnt hatte. Ihr seht schon, Bild ausgesucht und dann Hashtag ShowTooTip Cast Avatar Cast at Player Verheerer. Dieses Makro könnt ihr verwenden, wenn ihr anstatt Auf ins Getümmel Verheerer benutzt. Denn Verheerer hat 45 Sekunden Abklingzeit und Avatar 1,5 Minuten liegt nicht auf der globalen Abklingzeit. Das heißt, ihr könnt Avatar zünden, macht 20% mehr Schaden, werdet zum Koloss, ihr wisst es, was Avatar macht. Und direkt danach, also gleichzeitig praktisch, wirbelt Verheerer los mit 20% mehr Schaden, erzeugt Wut und gibt allen Gegnern um euch herum Schaden. Und mit dem Add-Player-Befehl braucht ihr nicht mal zielen. Das heißt, ihr drückt einfach nur Avatar, unter euch kommt der Verheerer, wirbelt herum und ihr habt praktisch eine Weihe für den Schutzkrieger erzeugt, was sehr, sehr nice ist. Und wenn ihr darüber hinaus noch auf Aggressionsmanagement geht, habt ihr so gut wie immer Verheerer und Avatar gleichzeitig aktiv. Avatar ist immer ein bisschen eher fertig als Verheerer sogar und es geht sich eigentlich immer zusammen auf. Meine Empfehlung, wenn ihr mit Verheerer und Aggressionsmanagement spielt, schreibt euch ein Avatar-Verheerer-Makro mit Add-Player und das Ganze läuft wunderbar, gediegen und klatscht alle Gegner für euch auseinander. Freunde, das soll es gewesen sein zum Schutzkrieger. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht hat der ein oder andere für sich eine neue Idee der Talentverteilung entdeckt. Ansonsten, falls ihr es noch nicht getan habt, schaut euch auf jeden Fall noch all meine anderen Videos an, wie immer unter diesem Video hier verlinkt, sowie links und rechts in den Playlists. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, schaut gerne mal auf Patreon vorbei. Den Link findet ihr ebenfalls unter dem Video. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, gehabt euch wohl. Tschüss.